muss nicht immer wehtun, um was zu lernen. Wir haben vor einiger Zeit in Kooperation mit Geschichtsdidaktikern eine App entwickelt. Da geht es um den alten Fritz und Parc Sanssouci. Das ist in Potsdam ja ein großes Thema. Das kriegt man Schulklassen nur schwer rübergebracht, wenn die da auf der Schulbank sitzen müssen. Und wir haben denen eine App gebaut, mit denen sie durch den Parc Sanssouci laufen können, wo Wurmlöcher aufgehen und man in die Zeit zurückreist zum alten Fritz und dann dort Portale öffnen muss, in die man eben so eine kleine Geschichte durchspielt, sich wirklich versetzt in der Zeit zurück in die Situation, wie man damals gelebt hat und dadurch Geschichte wirklich erfahrbar wird. Den Lernspielen haftet manchmal sowas Unseriöses an, weil durch diese vermeintliche Leichtigkeit des Spielens man Spielen den Ernst von Bildungsprozessen abspricht. Ich denke, dass man sich da täuscht. Wenn ich aus einer Schulstunde rausgehe, bin ich unter Umständen hinterher immer noch total fit. War zwar langweilig und anstrengend, aber ich habe nicht zwingend was gelernt. Wenn ich aus dem Lernspiel rausgehe, bin ich im besten Fall ganz körperlich angesprochen, mindestens kognitiv auf einer sehr breiten Ebene angesprochen. Und ich denke, dass man das durchaus auch als eine gewisse Ernsthaftigkeit mit bezeichnen kann. Wenn wir uns unsere Kinder anschauen, die lernen durch Spielen. Also die ganz Kleinen bis hin auch zu den etwas Größeren. Spielen ist eine ganz, ganz wichtige Komponente, um Wissen zu erlangen, aber vor allen Dingen um Fertigkeiten zu erlangen. Und dadurch, dass wir bei diesen pervasiven Lernspielen ja insbesondere Handlungen deutlich in den Vordergrund stellen, die die sinnliche Erfahrung mit ansprechen, kann man argumentieren, dass es in der Tat Digitalisierung par excellence ist, wenn es um das Thema Lernen geht. Solche Lernspiele machen oft da Sinn, wo die traditionelle Online-Lehre oder Präsenzlehre an Grenzen stößt. Zum Beispiel, wo Verständnisprobleme auftauchen, die man mit einem klassischen Lehrvortrag nicht adressieren kann. Ich habe in einer meiner Vorlesungen immer ein Problem gehabt mit einem Themenfeld Routing in Ad-Hoc-Netzwerken, also in ganz unzuverlässigen, sich ständig verändernden Netzen Informationen sicher zuzustellen, obwohl ich nie weiß, auf welchem Weg ich meinen Adressaten erreiche, weil der typische Informatiker immer mit Weltwissen an Systemgestaltung angeht. Er guckt quasi von oben, ich habe die und die und die Komponente und dann baue ich das eben so und das klappt schon. Wenn man jetzt aber so ein beispielsweise ein dummer Sensornetzknoten ist, dann hat man kein Weltwissen. Dann sieht man nur seine eigene lokale Perspektive und sonst nichts. Und man muss trotzdem diese Nachricht irgendwie weiterleiten, ohne dass ich überhaupt weiß, wo der Empfänger ist. Ich kenne nur meine Nachbarn, sonst niemanden. Und da haben wir ein Lernspiel entwickelt, was Studenten eben in jene dumme, isolierte Perspektive versetzt, indem wir sie einfach durch den Park spazieren lassen. Die sehen so ein paar Studenten, die auch durch den Park spazieren, aber sie wissen nicht, wo im Park der Student ist, an den sie gerade eine Nachricht schicken sollen. Und sie müssen agieren, als wären sie so ein dummer Netzwerkknoten, fühlen sich plötzlich wirklich ganz dumm und erkennen die Beschränktheit ihrer Ressourcen, die Beschränktheit ihrer Handlungsoptionen und können plötzlich nachvollziehen, wie man so ein System gestalten muss, damit es eben auch unter solchen unsicheren Bedingungen funktioniert. Im Moment sieht es in der Landschaft so aus, dass wir noch vorwiegend Einzelentwicklungen haben. Das heißt also, irgendein Dozent kommt auf die Idee, ich hätte da so ein Thema und ich wüsste da vielleicht, wie man ein Spiel draus macht. Wenn er Glück hat, hat er irgendjemand, der ihm das entwickelt oder er schafft selber. Dann steht am Ende eine Lösung, die funktioniert, aber sie ist nicht übertragbar, sie ist nicht nachhaltig. Das ist meine Einschätzung dominierend im Moment. Es gibt allerdings einige Entwicklungen, die darauf abzielen, das zu optimieren, indem wir zum Beispiel didaktische Frameworks schaffen, die es einem erlauben, diesen Prozess der Konzeption eines Lernspiels anhand vordefinierter Kriterien und Verfahrensschritte ein bisschen zu standardisieren und dann schlicht und einfach Orientierung zu haben, wann mache ich was, wie, beziehungsweise auch auf der technischen Seite technische Frameworks, mit denen es mit deutlich geringerem Aufwand möglich ist, solche Entwicklungen zu leisten. Das Technische wird dann wieder bei mir adressiert, beim Didaktischen bin ich nicht ganz so fit. Das heißt also, sowas wie typische Spielabläufe formal zu fassen, sodass man sie sich dann relativ einfach wie so ein Baukasten zusammenklicken kann und quasi nur noch die bunten Bilder drüber packt, aber die Logik ist im Hintergrund schon einmal vorhanden. In die Richtung sehe ich im Moment die Entwicklung und ich glaube auch, dass das nötig ist, um diese immensen Entwicklungskosten halbwegs in den Griff zu kriegen. Ansonsten kann das kein tragfähiges Zukunftskonzept sein.